Schützt euch richtig. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Skyrim. Ja, inzwischen, letzte Folge habe ich es angekündigt, habe ich einen neuen Grafikkarten, ja genau. Es ist ein Grafikkartenüberwachungstool, aber ich wollte sagen, ich habe ein neues Aufnahmeprogramm mit dem MSI Afterburner. Ja, in der letzten Folge hat ganz gut geklappt im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen. Bin ich jetzt zufrieden mit. Hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wunderbar, keine Probleme gab es. Nach meiner Sicht aus, vielleicht gab es irgendwas, was ich übersehen habe, kann ja sein. Das einzige Problem, das ich damals hatte mit der Anzeige oben links, war die. Ich weiß nicht, ob man es jetzt wieder sieht. Ich habe jetzt ein paar andere Sachen, lasse ich mir anzeigen. Zum Beispiel die FPS-Anzahl, die Grafikkartenauslastung und meine Prozessorauslastung. Sowas lasse ich mir dann halt anzeigen. Laut meiner Anzeige, mein Prozessor ist kaum ausgelastet. Meine Grafikkarte ist auf 71%. Meine FPS-Anzahl geht gerade ganz schön in den Keller. Eieieiei. Naja, das ist aber egal. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich den Button angeklickt habe, ob ihr das sehen könnt oder nicht sehen könnt. Also bin ich mal gespannt, ob ihr das erkennen könnt oder nicht erkennen könnt. Ich werde es dann ja auch später sehen. Ich hoffe, ihr könnt es nicht erkennen. Das ist zumindest der Plan. Hör, du hast dich noch nicht entdeckt. Ja, bla bla. Gut, dann reisen wir mal nach Dämmersten. Und dann würde ich sagen, entdecken wir diesen Ort mal. Also Plan ist es, dass ihr diese Anzeige jetzt nicht sehen könnt. Wenn ja, dann wisst ihr jetzt, wie scheiße mein Laptop ist. Oh, ich habe schon wieder vergessen, die Uhr zu stellen. Naja, lass mal die 20 Minuten laufen, dann höre ich halt eben zwei Minuten früher auf. Boah, aber letzte Folge auch. Ich weiß auch nicht, was mit mir da los ist. Normalerweise vergesse ich sowas doch nicht. Eieiei. Und eine normale Uhr kann ich immer noch mal. Das ist ja quasi jetzt hier so eine Art Stoppuhr. Nicht da habe, aber ich habe immer noch eine normale Uhr neben dran stehen, damit ich weiß, wie viel Uhr ich habe, damit ich meine ganzen restlichen Termine heute nicht verpenne. Das wäre nämlich ziemlich blöd. So. Jetzt ist wieder alles da. Ich habe alles vor Ort. Ja, und kann es weitergehen. Mein Skyrim-Hilfsbuch liegt auch in Reichweite, falls wir mal Probleme bekommen, aber momentan ist es ja alles easy going. Naja gut. Easy going soweit ganz gut. Jetzt müssen wir erstmal über diesen großen Berg hier kommen. Ja, super. Und das Lager entdecken. Was habe ich eigentlich für Waffen? Oh, wir kriegen Besuch. Na gut, wenn wir Besuch bekommen. Also wir gehen einfach zu unserem Lager. Wenn der Drache uns angreift, wird er uns folgen. Und die Kollegen werden das dann übernehmen. Also wir werden uns jetzt quasi wieder mal unsere imaginäre Hilfe besorgen. Okay, er hat gerade nicht mich im Visier. Boah, ich muss mal gucken, dass ich irgendwo um diesen Berg hier rumkomme. Ist ja furchtbar. Ich hätte gerne mein Pferd. Aber ich bin jetzt, naja... Ich will es jetzt nicht aufbeschwören. Ich hoffe, es gibt ein flüssiges Bild. Ich habe mal so gelesen mit 15 FPS, also... also das zeigt halt eben an... Bilder pro Sekunde, also diese Zahl, die da steht, das ist halt eben die Anzahl an Bilder pro Sekunde, die mir das hier dann liefert. Und ich habe gehört, so 15 Bilder sind ganz gut. Drunter ist scheiße, drüber ist immer besser. Oh, oh. Oh, ein Wolfsrudel. Ein Eiswolfsrudel. Was ist das hier? Noch ein Eiswolf? Los, jetzt geht drauf. So, mal nochmal. Der ist ja gar nicht mehr. Der ist ja schon tot. So, ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ein bisschen ruckelt's. Aber das interessiert uns nicht. Hauptsache bei euch ist alles in Ordnung. Dann ist das weniger ein Problem. So, auf der Minikarte wird das Lager schon angezeigt. Ist ja ganz schön. So, mal gucken. Dann werden wir diese Folge Winterfeste zurückerobern. Und dann müsste eigentlich Windhelm schon an der Reihe sein. Dann müsste man nämlich alles erobert haben. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Riften ist ja wieder in der Gewalt von den Kaiserlichen. Da haben wir ja hervorragende Arbeit geleistet.
Und jetzt bin ich doch mal gespannt, wie wir hier in Windpfaff feste Arbeit leisten werden. Ah ja, stimmt, ich habe ja gesagt. So, da geht's wohl nicht weiter. Mal auf die Map gucken. Was sagt denn die Map? Die Map sagt, wir müssen um den ganzen Berg herumlaufen. Na gut. Jetzt, wo wir schon mal auf dem Weg sind, am liebsten würde ich jetzt hergehen und erstmal meine Waffen wieder neu verzaubern, ja. Bevor wir weiter fighten, werde ich meine Waffe nochmal neu aufladen. Mit einem mächtigen Seelenstein. Damit wir wieder ein bisschen Feuerschaden machen. Das hat mir nämlich ganz gut dabei gefallen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei einer Festung letztes Mal konnten wir ja Feuerschaden austeilen. Da haben wir die Gegner ja nur so niedergemetzelt, als ob es keinen Morgen gäbe. Bei der zweiten Festung hatten wir kein Feuer mehr drauf und da sind wir noch das ein oder andere Mal, mussten wir dann doch die Hilfe eines Zaubertranks in Betracht ziehen. Das fand ich nicht so ganz so geil. Da habe ich mir dann gedacht, ja, komm, mal verzauber mal die Waffe nochmal neu. Vielleicht kann ich auf meine Rüstung ja auch noch einen Zauber legen, in Schwachen vielleicht. Mal schauen, vielleicht ist es ein Schwachen. Ah, guck mal, das ist schon ein größeres Lager. Die haben hier 6 Zelte. Die haben auch ein größeres Lager mit verletzten Leuten. So, erstmal gucken, was kann man denn hier stehlen? Ja, stehlen ist ja eigentlich nicht das richtige Wort. Oh, Gegengifte. Gegengifte ist immer wichtig. Auch wenn wir vielleicht momentan, ja, kann ich mal gerade mal gucken. Krankheiten ist auch cool. Ausdauer ist gut. Wunderbar. Dann haben wir hier noch Zaubertrank der Heilung, noch einen der Heilung, der Gesundheit. Wunderbar, das ist doch perfekto. Und dann haben wir ja noch eine Truhe. Nee, kannst du behalten. Ja. Ach, hört schon auf zu jammern. Du hast schon eine leichte Pinze. Habt ihr eine Meldung für mich? Ja, Legatrike. Der General und ich sind nicht immer einer Meinung, aber er ist die größte Hoffnung für das Kaiserreich. Ja, melde mich zum Dienst. Euer Ziel ist Festung Karstaff. Die Rebellen, ich habe Kundschaft. Die werden nicht... Das wird nicht einfach, aber deswegen schicke ich ja Ort. Macht mir keine Schande. Jawohl. Oh, bist du gerade hier hingepackt? Na gut. Ich habe wie immer mal nicht zugehört, was die mir da erzählt hat. Denn, naja, was bringt mir das jetzt? Ne? Die erzählen doch immer dasselbe. Ja, und bevor wir jetzt das machen, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Genau, unsere ganzen Zauber, genau, unser Verzauberungsturm befindet sich hier in Seeblick. Wir haben da oben ja noch ein Haus, das könnten wir auch mal wieder bald besuchen gehen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, müssen wir ja noch zu Ende ausbauen. Habe ich schon ein wenig, habe wieder mal mein Gläschen Wasser hier stehen. Das ist ganz gut. Ich mag das immer so ein bisschen, wenn man da so ein Gläschen Wasser beistehen hat, dann hat man vielleicht nicht immer ganz trockene. Ja, dann trocknet man nicht so schnell aus und man wird nicht so schnell heiser vom ganzen Labern hier. Dann ist ja doch eine ganze Menge. Ich hoffe, ich habe mein Headset an, wenn ich hier gerade schon. Ja, mein Headset ist an. Das kommt nämlich auch schon das ein oder andere Mal vor, dass ich hier einfach aufnehme und dann merke ich, scheiße, ich habe gar kein Headset an. Das kommt dann nicht ganz so optimal. Da muss ich nämlich von dem Zeitpunkt nochmal aufnehmen und da habe ich dann meistens keine Lust drauf. Denn zweimal dieselben Sachen direkt hintereinander machen, naja, das ist dann für mich, naja, ein bisschen Abwechslung hätte ich schon gerne. Ne? Ich habe dann einmal eine Session aufgenommen mit 6 Folgen und habe dann keinen Ton gehabt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja scheiße, kannst du alles wieder weglöschen. Entweder wäre ich hergegangen, habe nochmal alles neu verkommentiert. Oder ich bin hergegangen und nehme nochmal alles von vorne auf. Dann habe ich alles von vorne aufgenommen. Dann habe ich was anderes gemacht. Das heißt, die Dunkle Bruderschaft wird demnächst bald kommen. Ja, mit die Dunkle Bruderschaft macht eigentlich eine Menge Spaß, aber wenn man das doppelt hintereinander macht, dann nicht mehr ganz so viel. Das kann euch schon mal gewiss sein. Aber da gucken wir mal. Ich wette, viele von euch sind schon ganz heiß auf die Dunkle Bruderschaft. Boah, ich finde es so geil, wenn jetzt hier alle Tiere hängen. Also nicht, ja, die armen Tiere, ich weiß nicht. Ihr seid zurück! Ich habe ein Geschenk für euch, Papa. Oh, das ist aber lieb von dir. Das gefällt euch. Ja, bestimmt. Was hast du mir gegeben? Jetzt kann ich es gar nicht, jetzt konnte ich es gar nicht lesen. Papa. Ich glaube, das war eine Todesglockenblume. Ja, ich habe ja, bei mir sind jetzt oben links die ganzen Anzeigen mit den Einstellungen, Grafikkarte, bla bla bla, Fraps, Framerate. Habe ich da alles hingemacht, jetzt konnte ich gar nicht lesen, was das da war. Ah ja, jetzt muss ich mal gucken. Wir wollen ja was verzaubern. Ah ja, hier stimmt, hier sind unsere Seelensteinfragmente. Ob man die irgendwie zusammensetzen kann, habe ich noch nie rausgefunden, ganz ehrlich. So haben wir kleine Seelensteine. Winzige. Hm. Ah ja, mir irgendwelche Stäbe drin. Das habe ich jetzt aufgenommen.
Jetzt habe ich irgendwas aufgenommen. Verdammt. Niemand gewöhnlicher Seelen drin. Immer mit einer gewöhnlichen Seele. So. Einer dürfte reichen. Mal gucken, wie weit wir damit jetzt kommen. So. Der arkane Verzauberer. Gegenstand. Wir nehmen, nee, kein Ebenerzbogen. Wir nehmen... Boah, was verzaubern dabei denn jetzt? Stimmt, wir wollen ja eigentlich gar nichts verzaubern. Wir wollen ja nur aufladen. Ach, guck mal, die habe ich noch alle im Inventar. Das ist aber lustig. Nee, eigentlich will ich hier nur wieder aufwählen. Verzauberung zu lernen oder kombiniere einen Gegenstand, eine Verzauberung und einen Seelenstein, um einen magischen Gegenstand herzustellen. Und wenn ich ihn aufladen will... Ich meine, muss ich den Gegenstand ja, so müsste ich den Gegenstand ja quasi zerstören. Und ich will den aber nicht zerstören, das ist die Sache. Hier, Ebenerdspalter steckt das Ziel für 20 Schadenspunkte in Brand. Brennende Ziele erleihen zusätzlichen Schaden. Das will ich aber gar nicht. Ach du Scheiße, wie lade ich denn die Kacke mal auf? Das ist aber uncool. Die Verzauberung dieses Gegenstands ist bereits bekannt. Boah, wie ging das? Wie ging das? Ach du Scheiße. Jetzt habe ich natürlich gar keine Ahnung, wie man das hier wie man das hier macht. Boah, wie kann ich jetzt nochmal Gegenstände verzaubern, die schon verzaubert sind? Weißt du das? Ich wohne gerne hier. Der See ist so schön. Nee, die weiß das natürlich auch nicht. Ob ich dann einen neuen Gegenstand verzaubern muss? Was sagt mir dieser arkane Verzauberer? Gegenstand? Ebenerzbogen. Das ist äußerst kacke. Seelenstein. Wie kann man denn nochmal aufladen? Wie ging das denn nochmal? Was war das da für ein Zauber? Wir können den doch offensichtlich schon, ne? Hier, genau, da ist er erfolgreich. Ich denke, dass hier für 10 Schaden gebrannt, weil den Schaden. Ja, schön und gut. Ich will meine Waffe aber aufladen und nicht... Bullshit ist das. Wie ging der Kram jetzt nochmal? Wie kann man den Gegenstand aufladen? Meiner Schmiede geht das bestimmt nicht. Oder? Schleifstein? Einen Ebenerzbarren braucht er. Wir haben noch einen Ebenerzbarren hier. Aber da ich gerade keine Ahnung habe, wie ich dich aufladen kann... Man muss den doch irgendwie aufladen können. Wie ging das jetzt nochmal? Wir haben zwar... Warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken. Das geht doch... Irgendwie ging das doch bestimmt. Ich meine, das wäre ja totaler Schwachsinn, wenn man die nicht mehr aufladen könnte. Irgendwie geht das doch. Jetzt gucke ich mal gerade in meinem schlauen Buch, ob ich es auf die Schnelle finde. Ich gucke da einfach mal bei... Soll ich verzaubern? Ich gucke erstmal hier hinten im Index bei A wie A wie Aufladen. So, A, G, A, L, ich will aber A, U, ja. A, U, Auflösen. Ausreben. Nee. Aufladen will ich aber. Nee. Nee, dann haben die nicht dabei, das finde ich aber doof. Da muss ich halt eben bei V wie Verzaubern gucken. Verzauberung, Verzauberungen. Verzauberung, Verzauberung. Verzauber, mal auch da. Okay, gucke ich mal bei 23. Da wird mir sowas mal angezeigt. Vielleicht haben wir jetzt ultra-gigantisches Glück. Was haben wir hier? Verzauberung.
bin schon aus der 43. Wie geht denn das? Seelensteine, Gegenstände entzaubern. Aha. Verzauberung, Waffen und Ladungen. Stellen Sie eine Formel her. Verzauberungskosten. Waffe, da haben wir es doch. Waffe aufladen. Um eine verzauberte Waffe wieder aufzuladen, brauchen Sie eine teilweise oder komplett entleerte Waffe und einen gefüllten Seelenstein. Wählen Sie Waffe in Ihrem Inventar aus. Gehen Sie auf Aufladen und wählen Sie den Seelenstein, den Sie benutzen wollen. Hahaha, sehr, find ich ultra witzig. Ja, und warum funktioniert es bei mir nicht? Also laut meines schlauen Buches, probieren wir es mal aus. So, gehen wir mal in unser richtiges Verzauberungslabor. Meine Türen zu, muss hier alles geheim bleiben. So, gucken wir nochmal. Also, Gegenstand. Ich kann es nicht auswählen. Ich kann es einfach nicht auswählen. Der ist nicht hier. Ich habe den aber noch im Inventar, oder? Ja, da ist er. Gut, gehen wir mal her. Was ist denn jetzt los? So, jetzt habe ich ihn nicht mehr. Jetzt habe ich ihn abgelegt. Wie scheint's jetzt? Ich habe nur einen Ebenerzbogen hier. Ich habe nur einen Ebenerzbogen hier. Wieso habe ich nur einen Ebenerzbogen? Ich habe den noch eindeutig in meinem Inventar. Na gut, dann halt eben nicht. Dann halt eben nicht. Finde ich richtig kacke, dass es nicht funktioniert. Ei. Aber da wir ja nicht ganz unerfahren sind, so. Dann können wir ja eigentlich jetzt hergehen. Nee, Alison Burger machen wir hier. Eben Erzschwert des Feuers. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Vielleicht ist das eine Waffe, die man gefunden hat und nicht mehr aufladen geht. Kann ja auch sein. Ich habe keine Ahnung, ist mir jetzt auch wurscht. Wir haben jetzt zum Glück alles auf Lager. Also, da können wir jetzt vom Glück reden, dass ich ja jetzt so ein kleiner Sammler bin und hier alles sammle, was wir haben. Dann haben wir jetzt eigentlich... Naja, gut. Folge ist jetzt gleich schon wieder zu Ende. So haben wir ja eigentlich kein Problem, hierher zu gehen und was zu verzaubern. So, gehen wir her. Jetzt sind wir hier, aber jetzt haben wir hier ein Ebenerzschwert. Warum denn nicht gleich so? Verzauberung, nehmen wir Feuerschaden. Aber wir können jetzt hier nur 10 machen, ne? Das finde ich richtig kacke, bei dem einen Schwert... Ach ja, daran kann es vielleicht liegen. Bei dem hier können wir hier nur 10 machen. Bei dem anderen konnten wir 20 machen. Ja, so. Ja, 10 Punkte. Warte mal, Seelenstein. Was soll man machen? Mächtiger oder schwarzer Seele? Mit schwacher Seele, naja. Nehmen wir mal den mächtigen Seelenstein. Jetzt ist das Ding 1280 wert, ja. Nochmal R für herstellen, Gegenstand verzaubern, ja. So, Verzauberung verbessert auf 33. Meine Güte, ist immer gut. So, jetzt will ich mal gucken. Also dieses Schwert, das wir da gefunden haben, das haben wir nicht verzaubert. Also vielleicht kann man das nur mit Gegenständen machen, die wir auch selber verzaubert haben. Weiß ich gerade nicht. Was mache ich denn jetzt, ich Blödmann? Genau, die beiden Dinge hier, die können wir noch ein bisschen aufbessern. Und wenn wir schon mal gerade beim Verzaubern so lustig dabei sind, dann können wir doch eigentlich auch hergehen und mal gerade unsere ganze Rüstung hier ein bisschen aufbessern. Was gucke ich eigentlich hier drin? Boah, ich bin ja auch ein Dödel. So, mal die Türen auf. Ich benötige 2 Ebenerzbarren. Können wir uns das denn leisten? Ja, aber gerade so. Aber gerade so. Aber ich vermute, wir werden diese Waffen auch noch ein bisschen länger benutzen. Wieso geht denn das nicht? Dir fehlt das zum Talent zum Verbessern von magischen Gegenständen. Ihr wollt mich jetzt doch verarschen, oder? Mal herstellen. Gegenstand herstellen. Ja.
So, Schmiedekunst verbessert auf 51. Ja, Level dingst immer noch nicht. Das ist ja scheiße jetzt. Eieiei, na gut. Dann werden wir das Schwert halt eben nicht verbessern. So, unsere Rüstung, die wir anhaben. Ach, wenn man schon mal gerade dabei ist, unsere gesamte Rüstung zu verbessern. Oh, guckt euch das mal an. Aber dann haben wir keinen Ebenerzbarren mehr für das andere Schild. Das gefällt mir dann wiederum nicht. So, die benötigen Stahlbarren. Ja, okay. Also gehen wir gerade nochmal ein paar Stahlbarren besorgen. Dann können wir diese Waffe aufrüsten und dann können wir die noch ein bisschen verzaubern. Stahlbarren, ja. Wie viel Teile haben wir? 4? Dann nehmen wir 4 Stahlbarren mit. Ja, und soweit ich weiß... Ne, soweit ich nicht weiß... Ach komm, die Minute lassen wir jetzt noch laufen. Da hattet ihr vollkommen Schnuppe. So. Kaiserliche Armschienen. Exquisit. Verzaubern, ja bitte. Kaiserliche Rüstung. Exquisit, ja bitte. Stiefel von 13 auf 18. Exquisit, ja bitte. Kaiserlicher Helm. Auf Exquisit, ja bitte. So, jetzt haben wir hier eine reine exquisite Rüstung an. So, wir müssen mal gucken, wie viel macht die denn jetzt? Oh, guck mal, wie viel Rüstung haben wir jetzt eigentlich? Ah, wir haben jetzt Rüstung von 141. Das ist doch wunderbar. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Und weil wir gerade so lustig sind, können wir auch noch hergehen und die Rüstung gleich verzaubern. Ich hoffe, das geht so rum. Ich hoffe, man kann diese Rüstungen jetzt auch verzaubern. Nehmen wir mal die hier. Nehmen wir die Verzauberung. Was sind wir denn für eine Verzauberung? Oh, nur sowas. Na gut. Können wir da versuchen. Was haben wir denn noch? Okay, brauche ich nicht. Zeit ist rum. Ja, dann würde ich sagen, Verzauberung abbrechen. Ja, abbrechen. Nicht so. Dann würde ich sagen, nehmen wir nächste Folge weiter auf. Ich hänge jetzt noch eine dran. Ja, dann bedanke ich mich doch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Tschüss!